Ich habe irgendwie Probleme, die letzte Folge zu benennen. Ich weiß nicht, wie ich die nennen soll. Soll ich die Logenrammel zum Sieg nennen oder was? Ich glaube, das bewerte ich einfach gar nicht. Einsamkeit, unser nächstes Ziel. Da sollen wir jemanden finden und fangen. Und es ist Mitternacht. Das heißt, hier laufen eventuell wieder Werwölfe rum. Oder Wollwerfe. Alter, das auch noch zu vertonen, ey. Ich hätte da wenigstens sonst eine Schwarzblende gemacht. Nein, jetzt muss ich den Ton rausschneiden. Aber ich lasse es einfach drin. Es ist lustig genug. Huch. Das ist so eine Falle. Lebt noch einer? Ne? Habe ich mir doch gleich gedacht, dass es eine Falle ist. Ständer, dass Leute einfach so abgeschlachtet auf dem Boden liegend. So, geht's da lang? Ja, wir müssen über Drachenbrück auf jeden Fall. Das ist echt der Hammer. Da waren wir gestern einfach mal im Puff. Von Himmelsrand. Wie viel Geld bin ich losgeworden? 250, ne? Ne. So ungefähr 750 war es. Oder 1000? Weiß es gar nicht. Da müssen wir unbedingt nochmal hin. Ey, die Lachse schwimmen, fliegen den Wasserfall hinauf. Es gibt ja übrigens auch Lachse, die immer wieder zum selben Fluss zurückschwimmen. Um dort dann halt, wo sie geboren sind, um dort dann halt zu laichen. Also Eier zu legen. Und da sind einige Flüsse natürlich ausgetrocknet und dann sind diese Lachse natürlich auch vom Aussterben bedroht. Oder ich sag mal, die nicht vom Aussterben bedroht, sondern die können halt nicht mehr dorthin zurück und demnach sterben sie dann halt. Oft bei dem Versuch, dorthin zu schwimmen. Weil sie dann auf einmal auf Trocken liegen. Siehst du, habt ihr auch was gelernt. So, ich kann mich erinnern, wie ich hier entlang ging und dann ist das Spiel da hinten abgestürzt. Ja, das ist mir gerade eingefallen. Das war irgendwie in den ersten Folgen. So, raufen auf Einsamkeit. Da ist das Symbol oben auf dem Kompass gerade, in der Mitte, ist das Symbol bei Elder Scrolls Online für das Wegschreien. Da steht einer. Seid gegrüßt, Bruder. Ihr seht müde aus. Ich habe etwas, was euch beim Entspannen hilft. Viel Spaß mit dem Bären. Dem habe ich jetzt aber einen Bären aufgebunden. So, Solitude geht's da lang. Also Einsamkeit. Oben die Lichter von Meridia. Einer der guten Detra. Eigentlich müsste man sagen, der drinnen. Könnte eine Gruselatmosphäre haben, ne? Ist ja nichts. Quick Save. Kein Stocken. Nein, es ist Quick Save. Das Spiel stockt nicht. Es läuft flüssig. Geht's jetzt näher hier oben? Ist das, glaube ich, lang gehen, oder? Nein, nach rechts. Gott, warum haben die hier keine Schilde gemacht? Das geht gar nicht. So, wir sind dann fast da. Da müssen wir noch ein bisschen. Wobei, ich glaube, wir machen. Ein kleines Mittagsschläfchen. Boah, 453, ja, lohnt sich ja fast gar nicht. Irgendwas hat sich gerade hier bewegt auf dem Schreibtisch. Hm.
Ich hab echt. Ich bin am Überlegen, was ich mit der letzten Folge mache. Diese Voice-Synchro, die geht nicht. Und ich weiß ja nicht mal, wie alt ihr seid. Wobei, doch. Der Großteil von euch dürfte so ungefähr in meinem Alter sein, also zwischen 20 und 30. Die Frage, wenn die Frage kommt, wie alt ich bin. Ich bin 26, ich werde 27. Ich hänge hier voll am Stuhl dran. Den kriege ich nicht mal nach vorne geschoben. Doll. Trinken! Was trinkt der Kerl vor dem Mikrofon, der jetzt gerade zu euch spricht? Ich trinke gerade Zelta. Ja, ich trinke Zelta. Man mag es kaum glauben, aber es ist so. Schmeckt gut. Also genau genommen ist es eigentlich Medium Zelta. Von einer Quelle. Ich schmecke es gut. So, wo ist denn der Kerl? Ah, da bist du. Lass ihn mir dann nehmen. Ich suche nach einem Hochelf namens Erendil. Kennt ihr ihn? What? Who? You must be mistaking me for someone else. I know no one by that name. Es heißt, dass ihr im Sklavenhandel verwickelt werdet. What? That's absolutely preposterous. Ich bin sehr einflussreich. Ich kann euch von dem ich kann euch vor dem Gefängnis bewahren, wenn ihr redet. Is that so? Perhaps you're right. This job has become more than I bargained for anyway. Letzte Warnung. Redet. Very well. I will talk. But only if you guarantee me, you'll let me sail back home. Einverstanden. Wo ist Erendil? I don't know. I never met him, actually. I only met with one of his associates. An odd bandit named Goonlock. Some say his last name is Forktongue. But I wouldn't know about that for sure. All I know is that Erendil sends the product to Goonlock and he takes care of getting them smuggled out of Skyrim. Wo kann ich ihn finden, diesen Gunlaug? I don't know exactly where he is, but I know they smuggle the product out of Skyrim from an old shipwreck on the coast northwest of here. I heard they used an old frozen cave to hold the product, and then use boats to transfer them out to one of their ships at night. My shipment is supposed to be on its way there now. I swear to you, that is all I know. Euer Produkt wird nicht so verschickt werden, wie ihr das gehofft habt. Falls ich etwas dagegen tun kann. No, I suppose it won't. Not now, at least. Ihr werdet Himmelsrand mit dem nächsten Schiff verlassen. Yes, yes, of course. As I said, I've already made those arrangements. Alter, was war das auf dem rechten Ohr? Hat da jemand gerülpst? Und wenn ich euch hier jemals wieder sehe, seid ihr tot. You needn't worry about that. Now then, I'll take my leave of you. Sklavenhändler nicht ausstehen. So. Ein Schiffswrack untersuchen. Tja, da hat sich das Rumgehoppe ja bezahlt gemacht. Mittlerweile ist es hell. So, wir sprechen natürlich nicht mit Tullius. Wir sagen einfach nichts. Ansonsten denke ich mal, wäre auch in Ordnung. Da hätte er sicher nichts gegen. Bild gerade East E Company. War das so eine Hommage an ganz gleich, was noch passiert. Dings? Die Wachen werden euch für alles, was ihr getan habt, auf immer dankbar sein. Achso. Ich wollte gerade sagen, was jetzt? Wo soll ich hin? Wahrscheinlich jetzt hier entlang, ne? Oh, das ist aber ein bisschen schwierig einzusehen hier.
glaube, da geht aber ein Weg entlang. Könnte aber auch da lang gehen. Was sonst? Komm, geh mit mir zum Meer. Von dort wir hingehen werden. Jetzt regnet's auch noch. Oh, es regnet viel. Naja, regnet halt. Aber bitte nicht so laut. Nein, es geht Fußstopfen. Okay. Ah, vielleicht beim Modconfi. Müsste bei Ess und Kälte, ist das da vielleicht? Neulebensfest. Das ist übrigens geil, das sind die ganzen that will enter the party's muscles, enjoy the holiday, calling it tales and tallows, but Hetzfeuer, ist es Tag der Arbeit oder was? Ne, nicht Tag der Arbeit. Tag der deutschen Einheit, so rum. So. Ich muss auf jeden Fall die gerade das Blitz da oben, ne? Was für ein Tag. Regen ohne Ende. Ah, ich hab ja Helm auf. Huch. Na? Ein Hund. Mann, was wird das eine Ungewöhnung sein? Die werden mich ja dann auch wieder angreifen. Schönes Bild. Liebe ja Panoramabilder, ne? Ach, was für eine Folge, ey. Speichern? So, dann hätten wir hier jetzt die Bäume. Huch. Ach, hier sind wir. Ach, hier war ich ja ewig nicht mehr. Das war doch die Geschichte. Erinnert ihr euch? Hier war, glaube ich, mal so ein Komplott. Da mussten wir herausfinden, wer der Urtäter ist oder sowas. Ist aber schon ewig her. Ich weiß gar nicht mehr, was damit passiert ist. Das ist schon so lange her, dass das nächste LP, Skyrim, wahrscheinlich schon direkt blind ist. Wow, guck mal, was da passiert ist. Was sind das für eine Anmischung an Leuten? Talmor-Leute. Da hat's aber gestockt gerade. Na gut. Dawn has got to be the most beautiful time of the day. Oh ja. I love watching the sunrise. Oh, Sonnenaufgang mit erleben, das ist cool. Time to say goodbye. Wir sinken leider den Berg hinab. Da unten ist unser Ziel. Hey, ich versuche mal leise hier runterzukommen. Und leicht. Hey, ich bin leicht runtergekommen. Ach, guck mal. Gegner. Dum, dum, da, da, dum, dum. Oh, den krieg ich. So. Der Weg ist frei.